Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, und zwar mache ich New Make-up Releases, und zwar mache ich das jetzt zum ersten Mal, und zwar so ein bisschen September Make-up Releases. Ja, das ist jetzt an und für sich so der Plan. Ich würde sagen, ich lege gleich los, das heißt, ich gehe so rüber. Gut, und zwar beginne ich gleich. Und zwar ist es von Marc Jacobs, die Holiday Edition. Bilde es eh hier. Ja, ich muss dazu sagen, ich finde es jetzt süß mit den Kirschen und so. Ich finde es auch cool, dass diese Holiday Releases nicht alle so weihnachtsmäßig sind, sondern dass sie was anderes machen. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, also die Wimperndusche würde ich auf keinen Fall kaufen. Den Highlighter kommt drauf an, welche Farbe. Sonst finde ich, also der Highlighter, vor allem weil er die Kirsche auch am Packaging hat, fände ich den recht nice. Also vielleicht, ich würde das aber sowieso nur kaufen, wenn ich in Schweden bin und es die im Store gibt. Also das ist halt dann die Frage. Die Lidschattenpalette finde ich nett. Vielleicht würde ich sie kaufen. Also ich sage jetzt nicht nein dazu. Ich finde sie auch irgendwie süß. Sie ist halt sehr basic. Marc Jacobs ist natürlich auch sehr teuer. Aber ich finde es an und für sich recht süß. Was haben wir noch? Den Lippenstift, nein, finde ich so ein bisschen fad. Vor allem ist das ja so ein normaler Lippenstift. Und wenn ich so roten Lippenstift habe, dann ist es oft in mehr so Liquid Lipstick Form. Diese Sets, ja, interessieren mich jetzt nicht, aber ja. Genau. Ja, also nein, ist jetzt nichts, was ich kaufen würde. Aber gut. Ja, sind halt da. Ja. Ich sehe gerade auch die Preise hier. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Preise vielleicht einblende. Das Problem ist halt, dass die Preise hier dann nur in Dollars angeschrieben sind und ich weiß nicht, ob das wirklich so interessant ist. Zu wissen, wie viel sie in Dollars kaufen. Und ich kann es halt jetzt auch nicht sagen, aber egal. Next up haben wir von ColourPop. Und zwar heißt die Hocus. Also ColourPop X Hocus Pocus. Da sieht man so, dass da ganz viele Releases sind. Würde mich die Lidschattenpalette interessieren? Ja. Eigentlich, ich meine, ich habe den Film eben gesehen. Ich finde den Film auch richtig cool. Ich weiß nicht. Also ich muss dazu sagen, ich finde sie nicht schlecht. Muss ich dazu sagen. Ich finde sie irgendwie cool. Ja, irgendwie, also wenn ich eine ColourPop-Bestellung mache, würde ich jetzt nicht nein sagen. Ist es jetzt irgendwas revolutionary? Nein. Also ich meine, die Farbzusammenstellung ist auch urbasic eigentlich. Aber irgendwie finde ich es doch cool. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist dieses, ich liebe, wenn es Halloween-Thema ist. Dann finde ich es einfach cool. Das ist bei mir so ziemlich einfach. Da bin ich sehr leicht überzeugt. Deshalb finde ich es schon cool. Die Lashes interessieren mich überhaupt nicht. Aber ich benutze halt keine Lashes deshalb. Die Glitzer, was auch immer das für Glitzer-Sachen sind, interessieren mich auch nicht. Nein. Aber ist interesting. Als nächstes haben wir wieder ein Make-up Revolution X The Night Before Christmas. Achso, ich dachte, das war ein Halloween-Thema. Ja, egal. Nee. Nee. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, die Palette brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ganz ehrlich. Nein. Nein. Also die werde ich nicht kaufen. Ich find's einfach ein bisschen fad, muss ich jetzt dazu sagen. Ich weiß nicht. Überzeugt mich jetzt nicht. Ich kenne auch diesen Film nicht. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie keinen Bezug dazu oder was auch immer das jetzt ist. Also, no, no. I'm not interested. Was haben. Ah, da haben wir nochmal von ColourPop. Und zwar ist das ColourPop irgendeine. Ah, Sandstone Collection. Nein.
Also ich muss da ganz, ich bin nicht so direkt, aber nein, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, dass das auch jetzt rauskommt, finde ich so unpassend. Ich verstehe, wegen der Situation ist das alles so ein bisschen anders, aber nein, da interessiert mich nichts. Ich muss dazu sagen, ich finde auch so, ich weiß nicht. Nein, nein, also da interessiert mich wirklich einfach gar nichts, muss ich dazu sagen. Ich finde die Lieder, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich sage, oh mein Gott, das ist so. Aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, so cool. Ich finde nichts davon, dass ich jetzt sage, oh, voll cool, interessiert mich. Nein. No Next. Als nächstes haben wir von Melt Cosmetics. Und zwar ist das, ich weiß nicht mal, was das Ganze ist. Cream and Powder Contour in Stacks. Nein, interessiert mich jetzt ganz ehrlich auch nicht. Ich weiß nicht, so in so einer Stack und dann so, warum brauche ich so viele Farben? Ich glaube, das ist eher, wenn du so ein Make-up-Artist oder sowas bist, dass du so unterschiedliche Farben brauchst. Ich meine, ich brauche eine Farbe und die ist light. Also, nein. Nein, muss ich ganz. Und ich meine, Melt ist ja auch urteuer und so, deshalb, nein. Ich muss jetzt. Nein, ich bin da nicht so. Ich finde es nicht schlecht. Weil ich meine, an und für sich, wenn du so ein Make-up-Artist bist, kannst du. Aber ich weiß halt nicht, ob ich dann so einen Stack haben will, wenn ich ein Make-up-Artist wäre. Dann wäre so eine Palette einfach einfacher. Weil ich meine, wenn die so auseinanderrutschen und dann ist das in der Make-up-Bag und dann mit den Creme und ich. Ich weiß nicht, aber. Ja, sind auf jeden Fall da. Dann haben wir von Make-up Revolution. Das sind so Face-Paletten. Ja, ich muss sagen, die interessieren mich schon so ein bisschen. Mein Problem ist, glaube ich, dass die halt teurer sind. Da steht eben 15 Dollar, also so, ja, ich sage jetzt einfach 15 Euro. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen viel. Ich weiß nicht, aber vielleicht würde ich es, im Sale würde ich es auf jeden Fall kaufen, aber ich weiß nicht. Also ich finde die schon cool, muss ich dazu sagen. Also ich finde die schon cool irgendwie. Und vor allem, dass da eben matt und dann Schimmer ist. Das heißt, es wird dann so eine coole Mischung. Ja, ist schon nice. Dann noch sind das wieder diese Quads von Revolution Pro. Das alles ist alles Revolution Pro. Revolution Pro ist nämlich auch teurer, ist mir aufgefallen. Und deshalb bin ich immer so. Ja, das Packaging ist auch viel cooler, aber trotzdem. Und zwar, ja, das ist wieder das Packaging statt Urkulas. Das ist auch so, ich glaube, wie viel kostet das? Sehe ich jetzt nicht. Doch, 10 Dollar. Also, ich finde das auch so ein bisschen teuer für 4 Lidschatten. Und ich muss dazu sagen, mich interessieren so 4 Lidschatten halt überhaupt nicht. Also, solche Paletten mit 4 Lidschatten ist jetzt nicht so meins. Ich würde es, wenn, dann nur wegen dem Packaging kaufen. Und das finde ich halt blöd, weil ich meine, ich habe so viele Paletten, das heißt, nein, das ist nicht so. Ich weiß nicht, ich kriege halt auch immer, wenn so 4 Töne sind, so ein bisschen Oma-Vibes, ist ja nichts Schlimmes, aber irgendwie modern, so dass ich sage, oh mein Gott, so adventurous, so. Es ist halt nicht modern, das ist, glaube ich, der Punkt. Es ist einfach so, das hat man schon oft gesehen und dann habe ich auch noch so Glosses. Ja, wenn ich mal Bock habe auf einen Gloss, warum nicht? Also, finde ich so Glosses jetzt so. Oh mein Gott, die sind so schier, ist halt schwer zu sagen. Glosses sind halt Glosses. Ja, das war es dann eh auch schon. Dann ist von Anastasia Beverly Hills hat ja jetzt die Soft Glam Mini Palette rausgebracht. Muss dazu sagen. Also, so wie ich das verstanden habe, sind die Töne eigentlich schon in der Soft Glam drinnen. Und ich habe die Soft Glam. Aber ich fände so eine kleine Version für Reisen halt voll cool. Das ist wahrscheinlich so meine Vorstellung und brauchen tue ich es nicht. Aber, Also, ich bin schon ein bisschen so intrigued, muss ich dazu sagen. Also, ich bin schon so. I want it. Aber. Ich weiß nicht, aber ich finde es schon irgendwie cool. Also vielleicht mache ich es so, dass ich warte, bis sie im Sale ist. Dass ich den mache. Aber ich muss sagen, ich finde es schon irgendwie interessant. Vielleicht, ich finde es halt blöd, dass sie wie Farben genommen haben, die es jetzt schon in der großen Palette gibt.
Weil ich meine, ja, okay, halt eine kleine Version davon, aber ich weiß halt nicht. Ja, okay, ich weiß, dass es für viele schon so ein Produkt ist, dass sie halt in ihrer Routine drin haben und dass sie vielleicht eine kleine Version sofort kaufen würden, aber ich weiß nicht. Also, ja. Also, ich finde es jetzt nicht, ich finde es auf keinen Fall. Also, ich bin interessiert, aber ich bin nicht so, dass ich sage, ich muss es sofort haben. Das ist es nicht. Als nächstes haben wir von BH Cosmetics und zwar, wie heißt die? Ja, Halloween Collection halt. Ja. Also ich muss dazu sagen, die große Palette und die kleine Palette finde ich beide cool. Es ist nicht den, dass ich sofort haben muss, aber ich finde sie schon irgendwie süß und irgendwie cool. Und also, dass ich sie jetzt dann demnächst kaufen würde. Bei mir ist es immer so, wenn ich etwas unbedingt haben möchte, dann damit ich eben über den Limit drüber komme, damit ich gratis Lieferung habe, haue ich immer so Sachen rein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die reinkommen. Also das könnte so ein Produkt sein, das dann mit reingeworfen wird. Ja, das Pinselset interessiert mich weniger, weil es nur Augenpinsel sind. Und ja, ich finde sie ein besseres Brush-Set ist. Ich muss dazu sagen, ich finde zwar die Make-up-Bag urcool. Aber für mich ist so, ich kann sie nicht wegen der Make-up-Bag nur kaufen. Das geht nicht. Also, aber die Make-up-Bag finde ich schon cool. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Glitzer ist oder nicht, aber ja, ist auf jeden Fall. Oh ja, stimmt. Und dann ist auch noch so ein Glitzer-Gel drinnen. Den könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn, würde ich den nur kaufen, weil ich, also für Halloween habe ich nämlich geplant, also wir Mädels haben uns ausgemacht, weil ich fliege dann nach Schweden zu Halloween, ist der Plan, hoffen wir, dass das alles funktioniert, das heißt, wir drücken mir alle die Daumen. Und zwar wollten wir so Devil and Angel machen und ich meine, ich hoffe, ich bin Devil, also ich möchte Devil, also Angel finde ich so ein bisschen fad, warum soll ich ein Engel sein? Nein, I want to be the devil. Und da fände ich so ein Glitzer, so dass ich das so als Highlight oder so mache, fände ich das irgendwie cool. Also für das würde ich es dann kaufen. Aber erst muss ich noch schauen, was ich anziehe. Und ich habe mich noch ganz, nicht ganz entschieden. Aber es wäre so cool, das dann halt auch zu haben, so ein Glitzer-Ding. Ja. Als nächstes haben wir die Mini-Paletten von Too Faced. Ah. Ja, Too Faced ist halt einfach so. Ich will es dann halt haben. Das Einzige, was ich bei Too Faced immer das Problem ist, vor allem bei den Holiday Releases, ist, dass es oft nicht nach Österreich kommt. Ich will die. Ich will die unbedingt. Ich will die Spice, ich will die Salted Caramel. Auch wenn die voll ähnlich ausschauen. Also, ich sag nicht, dass die nicht ähnlich ausschauen. Aber sie sind halt voll cool. Irgendwie. Vor allem, die sind dann so klein und. Und das Problem ist, ich kann bei dem halt nicht nur eine kaufen. Das ist halt so typisch ich. Da muss ich halt, das ist dann so mein Sammler-Ich, sagt dann, du musst dann alle haben. Also wenn du eine kaufst, dann musst du alle kaufen. Kannst nicht nur eine kaufen. Urschlimm, aber ich denke mal, halt auch kleine Paletten sind weniger schlimm wie eine große Palette, weil kleine Paletten brauche ich schneller auf. Wie ich so alles Gute rede, dass ich unbedingt etwas kaufen möchte. Aber ich finde die halt so cool. Ah. Ich finde die halt richtig süß. Ich muss dazu sagen, ist es das Geld wert? Nein, das wissen wir eh, aber ich finde sie einfach süß. Am wenigsten süß, muss ich dazu sagen, finde ich ja die Kitty, was da auch immer noch steht, Lit to Scare? Keine Ahnung, was dort steht. Die finde ich jetzt am wenigsten aufregend, muss ich dazu sagen. Ja, aber auch vielleicht, weil ich Leopardenmuster nicht so mag, deshalb vielleicht. Ja, und dann gibt es ja noch ganz viele weitere Releases von Make-up Revolution, also Make-up Revolution, sag ich schon, von Too Faced. Und zwar haben wir da auch noch wieder so ein Liquid Lipstick Set. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon nach Österreich kommt, weil diese Sets sind bis jetzt immer nach Österreich gekommen. Es gibt auch ein Lip Injection Set. Die würde ich ehrlich gesagt auch beide kaufen, weil ich diese Sets eigentlich voll cool finde, weil du eben vier Farben kriegst, anstatt jetzt eine große. Und ich meine, ich habe so viel Make-up, dass ich so große Tuben eh nicht brauche, da reichen die kleinen vollkommen aus.
Das Lip Gloss Set finde ich sieht auch cool aus. Das Cinnamon Beer Palette interessiert mich nicht. Oder das Set, was auch immer. Also generell, das interessiert mich nicht. Ich muss sagen, ich finde die Papier, also wenn das so Papppaletten sind von Too Faced, finde ich die immer nie so aufregend. Ich weiß nicht, da war noch nie eine dabei, wo ich gesagt habe, wow, oh mein Gott. Ja, nein, interessiert mich dann eher weniger. Ja, da haben wir weiter, sehe ich, da geht es weiter. Und zwar, oh je. Und zwar, was ist das noch? Okay, da ist dann noch so ein ganz viele Sets und sowas. Die kommen sowieso nicht nach Österreich, da bin ich mir sowas von sicher. Also die kommen nicht nach Österreich. Nein, die, also die meistens diese Pappsachen kommen nicht nach Österreich. Nein, die kommen fast nie. Es kommen nur diese größeren Sachen. Also ich glaube, dass diese Lipsets kommen nach Österreich, hoffentlich. Das sind die Sachen, die ich haben will. Ich bin mir halt auch echt unsicher, dass die kleinen Paletten kommen, aber ich hoffe es voll. Ich will die voll gern haben. Yes. Dann haben wir von Makeup Revolution und zwar die Friends Collaboration. Ich war richtig frustriert und zwar war das so, dass ich habe eine neue Karte, also eine Bankomatkarte und auf der war ich noch nicht registriert, dass ich Online-Shopping machen konnte. Und ich wollte unbedingt die Collection reviewen. Konnte ich dann aber nicht bestellen, weil das eben mit der Karte nicht ging. Und ja. Dann habe ich sie nie gekauft und jetzt bin ich halt so, jetzt habe ich so ein negatives Feeling, wenn ich die Collection anschaue. Ich so, oh, ich hätte es so gern reviewed. Aber ja, und jetzt weiß ich halt auch nicht, ob ich es wirklich unbedingt haben muss. Weil ich wollte halt, die Review fände ich wäre so cool gewesen, weil dann hätte ich es auch euch vorstellen können. Weil ich meine, wem interessiert die jetzt, die Collection? Es ist einfach so. Es ist nicht so, dass das jetzt gestern erst rausgekommen ist. Es ist jetzt. Und für mich war das so, wenn ich nicht. Ja. Nein. Ich find sie voll cool. Also, ich finde sie jetzt nicht so extremst aufregend, die Collection. Aber ja. Was ich gekauft hätte, wäre wahrscheinlich den Spiegel, hätte ich schon gekauft. Den finde ich irgendwie cool. Dann hätte ich alle Lipglosse gekauft. Die Scrunchies hätte ich auch gekauft, weil die fand ich irgendwie cool. Die Make-up-Bags eher nicht, weil ich habe also ich habe so viele Make-up-Bags. Die Lippenstifte hätte ich auch alle gekauft. Am hübschesten finde ich den Monika. Die Lidschatten, die kleinen, hätte ich alle drei gekauft. Die finde ich sind süß. Ist es irgendwas? Wow, nein, aber ich finde sie süß. Die große Palette hätte ich jetzt eigentlich nicht gekauft, weil sie, weiß ich nicht, die überzeugt mich einfach nicht. Das Packaging ist zwar cool, aber die Palette ist jetzt nicht so wow. Ja. Aber gut, da habe ich meine Chance sozusagen verpasst und. Ja, blöd sowas. Und als nächstes haben wir von Urban Decay die Stone Vibes. Heißt sie so? Stone Vibes Collection? Ja. Ja, also die Palette finde ich jetzt nicht so. Ich weiß nicht. Ich war zuerst, so wollte ich sie haben und jetzt weiß ich nicht, ob ich sie wirklich haben will. Also. Und diese ganzen Holiday Collections interessieren mich nicht. Letztes Jahr habe ich zwei Honey Collections gekauft. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht dieses kleine, aber dann irgendwie. Da ist halt dann nur so ein Primer und so ein Eyeliner. Den Eyeliner habe ich eben letztes Jahr dann auch bei einer Collection dazu bekommen. Der liegt sogar hier und den habe ich schon. Die Primer Potion habe ich auch. Also. Ja, also es. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das muss ich haben. Nein. Und dann wieder weiß man nicht, welche Sets dann überhaupt kommen und so. Ja, nein, das brauche ich nicht. Aber die Collection an sich weiß ich nicht. Vielleicht kaufe ich die sogar. Das kann ich noch nicht sagen. Das werden wir sehen. Vielleicht kaufe ich, also die Palette, das ist die Palette. Aber momentan, ich habe noch nicht einmal die Violet Voss von Urban Decay gekauft. Also, die würde ich die Naked eben, die Naked, nein, nicht Naked, Naked Violet, irgend sowas, wie auch immer sie heißt. Als nächstes haben wir von Huda Beauty und zwar die Obsessions. Und zwar heißen die Haze? Haze Paletten? Ja. Haze Paletten. Ja. Die möchte ich schon eigentlich.
Ich weiß nicht, warum ich sie noch nicht bestellt habe. Erstens, warum ich vieles jetzt auch nicht bestellt habe. Einfach aus dem Grund, weil meine Karte nicht funktioniert hat. Und momentan, dadurch, dass ich eben jetzt YouTube mache, hätte ich schon gern so auch Reviews gerne gemacht. Also, und ja. Ja, aber man muss halt schnell sein. Das ist halt das Problem. Man muss halt wirklich schnell sein bei Reviews. Weil wenn du es 2 Tage oder 3, also okay, das ist übertrieben, aber wenn du es eine Woche später produzierst, interessiert es niemanden mehr. Das ist eben das Problem. Ja, die finde ich alle hübsch. Also die möchte ich eigentlich alle haben. Ja, das ist mein Fazit dazu, dass ich alle haben möchte. Ich möchte alle 3 haben, ja. Ich finde die cool. Ich finde die cool, die Kleinen. Ich finde die Grüne richtig cool. Ja, ist es jetzt was, so dass ich sage, oh mein Gott, das ist so cool. Nein, aber es ist schon cool. Also ich will sie schon haben, auf jeden Fall. Deshalb, ja. Next up ist von Revolution. Und zwar sind das diese kleinen, wie heißen die? Kleinen Paletten halt. Die habe ich an und für sich alle bestellt. Keine Ahnung, wann die Bestellung ankommt. Yes. So ist das. Und ja, aber ich finde sie eigentlich an und für sich voll cool, alle Farbzusammenstellungen. Also die habe ich, wie gesagt, ich habe sie ja bestellt, also finde ich sie ja cool. Aber ich bin gerade so, oh, ich will, dass meine Bestellung kommt. Es sind nämlich 2 Pakete von Make-up Revolution und die sind beide noch nicht gekommen. Dann ist da noch eine Forever Flawless und zwar ist es die Allure Palette, glaube ich. Die ist eben neben der Affinity Palette und die Affinity Palette ist ja schon, also die gibt es ja schon, die habe ich sogar. Und die Allure Palette ist eben, ja, die ist neu. Ja, die würde ich schon bestellen. Aber das ist für mich wieder so eins, die würde ich. Ich finde die Farbzusammenstellung voll hübsch und voll schön. Und ich finde die Qualität von diesem Tin Package, also wenn das eben dieses, wie heißt das? Metall? Ich glaube, wenn das dieses Metall-Package ist, finde ich das richtig, richtig nice. Also die Qualität von den Lidschatten finde ich richtig cool. Deshalb würde ich es wahrscheinlich deshalb einfach kaufen, weil ich weiß, dass es eine sehr, sehr gute Qualität von Make-up Revolution ist, ja. Und ich die Farbzusammenstellung auch echt hübsch finde, ja. Als nächstes haben wir von Make-up Revolution die Holiday Session, die Halloween Releases. Das Rosending. Ich weiß nicht, was daran so Halloween-mäßig ist. Finde ich so ein bisschen weird. Das andere verstehe ich voll. Das ist so Twilight-mäßig, erinnert es mich so ein bisschen. Ja. Das eine, also die finde ich halt sehr Herbst-Halloween-mäßig. Also die finde ich cool. Bin ich jetzt so, dass ich, wow, nein, aber ich finde sie cool. Aber die rosa Ding, die verstehe ich halt nicht. Und Rosen finde ich halt immer so, irgendwie so klischee-mäßig. Also ich weiß nicht. Ja, die Rose verstehe ich nicht ganz. Keine Ahnung, aber vielleicht bin es auch nur ich. Aber. Ja, ich sage jetzt nicht nein zu ihr, aber ich sage jetzt auch nicht ja zu ihr. Ja. Als nächstes haben wir von Too Faced und zwar ist das die Marielle Amor Caliente. Also sie ist wahrscheinlich Spanierin, oder? und. Ja, die Palette ist urkitschig und überhaupt nicht meins. No. Die Farben finde ich zwar hübsch, sind süß, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ist okay. Aber einfach die. Nein, das Packaging. Nein, das ist mir irgendwie viel zu kitschig. Nein, das ist nicht meins. Gefällt mir einfach nicht. Also bei mir ist immer so high-end, muss das Packaging auch cool sein. Weil sonst bezahle ich nicht so viel mehr dafür, dass die Qualität ja nicht so viel anders ist. Also sie ist ja meistens nicht einmal anders. Meistens sogar schlechter. Und da will ich halt, dass das Packaging schon cool ist. Sonst brauche ich es halt auch nicht. Gut, next up ist von Too Faced wieder. Und zwar ist das die Pumpkin Spice Palette.
Ich will die. Ich will die volle Kanne und ich hoffe, dass die jetzt nämlich bald nach Österreich kommen, weil die sind jetzt schon ein bisschen länger draußen und oft dauert es immer so ein beziehungsweise 1,5 Monate, bis die Sachen von Too Faced nach Österreich kommen, meist, also zum Douglas eben. Ja, die will ich. Ja, die will ich voll. Das ist so voll meins. Da ist so, ja, ich will die voll. Also ohne irgendeinen Hintergedanken, die Palette will ich. Volle Kanne, finde die voll cool. Dann haben wir von NYX und zwar haben die so Sci-Fi, wie heißt das? SFX Sci-Fi, oder? Ja, wie auch immer, diese Halloween. Also die haben eben dieses Sci-Fi, NYX hat eben dieses Sci-Fi oder SFX, SFX, was auch immer, Paletten rausgebracht, eben auch für Halloween. Nein, muss ich dazu sagen, interessiert mich jetzt eher weniger. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt zu wenig solche SFX-Looks mache. Und ja, also ich brauche es jetzt auch nicht. Und eben für Halloween haben wir eben gedacht, so Angel and Devil. Und da brauche ich das jetzt auch nicht. Nein. Also I don't need it. Next up und zwar. Da ist jetzt die Frage, ob diese Brand eben cruelty-free ist oder nicht. Ich denke schon, wissen tue ich es nicht. Und zwar kommt Mitchell mit einer Make-up-Marke raus. Bin sehr, sehr gespannt. Der ist ja ein richtig guter Make-up-Artist. Ja, ob die Marke dann tierversuchsfrei ist oder nicht, werde ich euch dann noch updaten. Aber yes. We will see, was da auf uns zukommt. Dann haben wir auch noch von BH Cosmetics. Das ist jetzt eine Blueberry-Palette. Und dann haben wir hier auch noch so ganz viele Face-Paletten. Und die haben ganz viele solche Paletten jetzt rausgebracht. Ich muss jetzt sagen, habe ich eh BH, also BH Cosmetics. Die interessieren mich jetzt nicht. Also die Halloween-Palette voll, aber die. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die fad. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich finde die Farbzusammenstellung jetzt auch nicht eigentlich so schier, aber na, irgendwie überzeugen sie mich nicht. Aber was ich unbedingt von BH Cosmetics haben will, und das ist so eins, wo ich sage, ich will das haben, und zwar sind das die, und zwar ist jetzt auch das letzte, und zwar sind das diese Eiscreme-Paletten. Oh mein Gott, ich will die haben. Und ich will die alle haben. Ich finde die so cool. Oh, ich finde die so cool. Oh, hier, mit dem Eiscreme und dann sind die urhübsch und die Qualität soll angeblich auch urcool sein. Ich will die voll haben. Sie gibt's auf BH Cosmetics. Mein Problem ist, dass ich auf BH Cosmetics eben Lieferung zahlen muss und ich bin so. Ja, zahle ich jetzt 120 Euro und dann muss ich auch noch Lieferung zahlen? Come on, no. Nein, das will ich nicht. Deshalb hoffe ich, weil ich meine, die werden die ja hoffentlich wieder ins Sortiment bringen, weil ich meine, die sind halt voll gefragt und ich finde die auch urcool und ich will sie unbedingt haben. Und deshalb warte ich, bis sie dann auf Beauty Bay sind. Und dann bestelle ich sie eben bei Beauty Bay, weil da ist dann die Lieferung noch gratis. Aber ich will sie unbedingt. Also die sind so, und die sind ja jetzt auch schon länger draußen, aber ich will die noch immer haben. Ich bin so, ich will sie. Ich finde sie so cool. Die finde ich echt cool. Da haben wir einen Release, den ich richtig geil finde. Also ich find den richtig cool. Ja, die sind echt cool. Ja. Ja, die. Ja. Ja, die will ich unbedingt haben. Die. Oh ja, die finde ich cool. Schau. Und das ist bei mir der Grund, dann will ich es wirklich haben. Wenn ich so reagiere, dann will ich es wirklich haben. Gut, meine Lieben, das waren jetzt alle Make-up-Releases, die ich sozusagen im September, beziehungsweise generell jetzt, die jetzt sozusagen hier jetzt hochgepoppt sind. Ups, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr fandet es cool mit den Make-up-Releases. Ich würde dann sagen, ich mache nächstes Monat dann wieder eins, so dann im Oktober. Das heißt, dass ich jedes Monat sozusagen die update, weil ja. Finde ich, ist ausreichend, weil für mich ja nicht ganz so viele Make-up-Releases sind. Aus dem Grund, dass ich eben tierversuchsfrei bin. Das heißt, es sind nicht so viele wie für zum Beispiel die, die nicht tierversuchsfrei sind. Da sind es natürlich viel mehr Releases. Aber deshalb finde ich, in einem Monat kann man das so ziemlich gut reinpacken. Ja. Und da kann ich ja dann auch sagen, ob ich die Produkte schon gekauft habe oder nicht.
Na gut, dann würde ich sagen, war es fürs heutige Video. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Oder mir auf Instagram DMs, da können wir immer quatschen. Da könnt ihr mir auch gerne immer so New Make-up Releases, könnt ihr mir immer DMen und so. Schickt mir alles. Ich bin auf Instagram sehr aktiv. Also mittlerweile finde ich, dass ich wirklich aktiv bin. Gut, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!